Jetzt können wir das allererste Mal in unserem Skill-Window rein. Wow, Inventar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Maple Story 2. Mein Name ist Daniel P. und ich habe mir die Mühe gemacht, mal in der Zwischenzeit erstmal einen anderen Charakter noch zu spielen, ein bisschen reinzugucken, wie das so ist. Aber viel wichtiger ist, ich habe den Controller mal angeschlossen und ich kann euch sagen, egal wie ihr das Spiel spielt, grundlegend ist die Steuerung schon wow. Dass sowas durch eine Qualitätskontrolle kommt, ist schon heftig. Ich muss sagen, egal wie man spielt, ich habe immer das Gefühl, man braucht dafür 5 Hände oder eben einfach nur Geduld. Alles hat irgendwie Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, Controller ist momentan das, was am besten sich anfühlt. Allerdings auch nur, weil alles andere grottenschlecht designt ist. Na, wirklich richtig schlecht. Wozu die Maus? Ich meine, die ist ja jetzt auch im Bild. Die kann man gleich benutzen, um Inventar zu benutzen, weil sonst müsste man auf den Knopf drücken und könnte mit dem Controller dann steuern, aber irgendwie ist das alles nicht so geil. Also eine Kombination aus, auch Tastatur zumindest, kann ich euch empfehlen. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen auf meinem anderen Charakter reingeguckt, bin da auch leider schon viel weiter als hier, vom Level her zumindest. Habe aber die Story größtenteils ignoriert, weil ich wollte die ja mit euch zusammen erleben. Auf jeden Fall kann ich sagen, Controller kann man sehr gut kämpfen, ne? Man hat da unten die Skills. Ein bisschen schade ist, dass man fast nichts belegen kann. Man kann zwar einstellen, ich kann euch das gerne mal zeigen. Also erstmal grundlegend, wenn ihr den Controller aktivieren möchtet, einfach da oben, ne, draufdrücken. Ich zeige euch das mal ganz kurz, Steuerung. Man kann theoretisch Sachen einstellen. Ne, Menü nicht, Aktion. Aber die wichtigsten Funktionen, die hier zum Beispiel, die ganzen Fixplätze, die sind alle deaktiviert. Die kann man nicht einstellen. Und das finde ich scheiße, weil ich möchte nicht mit... Also, ich kann schlecht beim Laufen, ne? Wenn der linke Stick aktiv ist, kann ich schlecht diese Tasten benutzen. Das heißt, die 4 und die 4 hier sind überflüssig. Da kommen Sachen rein, so wie Tränke. Habe ich noch gar nicht reingezogen, sehe ich gerade. Machen wir das mal links für Kräuter. Rechts für Heiltränke. Keine Ahnung, ob ich mir das merken kann. Was auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, man hat jetzt die Tasten. Ne, wenn ich nichts drücke sozusagen, außer jetzt zum Beispiel die unterste Taste, dann kann ich springen. Die rechte ist zum Beispiel immer Menü. Die linke öffnet, glaube ich, irgendwas anderes normalerweise. Oh, und oben ist ein Auto-Hit. Keiner benutzt Auto-Hits in dem Spiel, ehrlich gesagt. Also zumindest sage ich mal, ich habe es noch nie benutzt bei meinem Charakter. Egal bei welchen. Mindestens den hier. Ne, anstatt ein Auto-Hit. Auto-Hit ist einfach so sinnfrei. Warum nicht sofort dann eine Attacke benutzen? Und im besten Fall benutzt man sogar lieber irgendwas Cooleres, so wie das hier. Ja, yeah. Kennt ihr ja. Habt ihr ja schon ein paar Folgen lang gesehen, dass ich gerne drehe. So, auf jeden Fall links die Tasten sind dann eher so, naja, die sind eher für was, was man so mal benutzen muss. Beispielsweise, ich habe eine Priesterin, glaube ich, gemacht, oder wie die heißt, die Klasse, also Heiler, Priester. Und da habe ich zum Beispiel draufgepackt, dieses kleine Ally, was man dann spawnen kann. Weil ich muss das nur jede 30 Sekunden machen. Aber mitten im Kampf, wenn ich da irgendwie ein Heilspell oder so drauflege, ich kann schlecht laufen. Ich meine, ja, kann man. Und dann kann ich auch jetzt hier, ich will es jetzt nicht machen, sonst benutze ich die noch. Aber ich kann dann auch die linke Line benutzen. Nur, was halt komisch ist, warum, bitteschön, kann ich die nicht so belegen, dass ich jetzt schon, anstatt, dass ich einen Auto-Hit drauf habe, den keiner braucht, dass ich da schon mal mindestens diesen Angriff hier drauflegen kann. Na? Das gleiche gilt dann auch für rechts. Man hat hier also LT und RT, ne, der rechte und linke Trigger sozusagen. Wenn man den rechten Trigger hier hält, kann man hier auch links und rechts wieder benutzen. Was übrigens auch relativ komisch ist, das ist aber jetzt eher nicht so wichtig. Obwohl, ist gar nicht mehr, sorry. Komischerweise letztens hatte ich irgendwie das Gefühl, da würde noch die PlayStation-Steuerung stehen. Also X, Viereck, Dreieck und Kreis, aber ist okay. Kann sein, dass ich das vielleicht auch nur irgendwie noch... Ich habe mitten in der Nacht gespielt, da war ich wahrscheinlich am Schlafen. So, jetzt haben wir schon die ersten paar Minuten rumgequatscht. Wir machen jetzt weiter mit der Story. War Hauptmann Frey? Wir wurden ja in der letzten Folge auseinandergenommen. Naja, eigentlich ja nicht, aber ihr kennt das, ne? Wollen wir mal gucken. Oh, einfacher Auftrag. Na, sind wir endlich wach. Deine Verletzungen waren zwar nicht allzu ernst, aber du warst dennoch einige Zeit außer Gefecht. Naja. Eine kaiserliche Audienz. Geil. So gerne ich dir auch ein Frühstück ans Bett bringen möchte, muss ich darauf bestehen, dass du mich in Richtung Audienzsaal begleitest. Die Kaiserin wartet auf dich.
Ah, so eine alte, schrumpelige Kaiserin wartet auf uns. Anstatt ein Frühstück, wie geil wäre denn ein Frühstück? Oho, habe ich gerade alte, schrumpelige Kaiserin gesagt? Willkommen in meinem Palast. Nur in solchen Spielen gibt es so hübsche Kaiserinnen. Normalerweise sind die 80 aufwärts. Na, da war wieder Text. Der ist übrigens schade, dass er viel zu schnell weg ist. Man sagt, du hast der Zauberkraft von Madria widerstanden. Du könntest genau der Richtige sein, um sie aufzuhalten. Bei allem Respekt mit dieser Annahme sollten wir vorsichtig sein. Wir können nicht jeden dahergelaufenen Abenteurer mit blindem Vertrauen entgegentreten oder so. Was wissen wir wirklich über ihn? Boah, ist das schnell immer weg. Das ist extrem schnell weg. Aber du musst auf mich hören, Majestät. Das ist vielleicht nicht der rechte Zeitpunkt für so eine solche Unterhaltung. Punkt, 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 Punkt. Wir müssen uns um wichtige Angelegenheiten kümmern. Jemand, der dem Hof nahe steht, hat die Route der Karawane irgendwas. Ich möchte unseren Freund hier beauftragen, den Verräter zu finden. Er ist am Hofe kaum bekannt und sollte da in der Lage sein, unbemerkt zu agieren. Es ist sehr anstrengend auf jeden Fall. Sehr gut, so sei es. Vorzulesen, meine ich. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nee, das nicht. Gibt's hier noch mehr Tasten? Oh. Hier ist jetzt übrigens auch die Tasten hier. Links ist das, rechts ist das, unten ist das, da wo wir hin müssen. Jetzt können wir das allererste Mal in unserem Skill-Window rein. Wow, Inventar. Automatisches Plündern. Gut, gut, dass wir darüber geredet haben. Apropos, ich kann mich erinnern, dass ich kurz bevor ich reingekommen bin, ich sollte den Titel auswählen. Was habe ich? Kürbiszüchter? Na toll, Kürbiszüchter. Ich dachte, ich habe einen coolen Titel. Keine Insignien, ja. Motto, lange lebe die Sonne. Kann man das eingeben? Lang lebe die Sonne. Okay, ist das ehrlich da drin? Kein Plan warum, aber es war jetzt gut, dass wir es eingegeben haben. Was ist das? Lehrenschlitzer. Oh mein Gott, sind da viele Zahlen. Heißt aber nicht, dass wir das nehmen müssen, aber wir nehmen es. Aus dem Grund, weil wir es ausprobieren können. Benötigt bei Baba, schwingt dein Großschwert aufwärts. 5 Gegner, 3 Meter, heftig viel Damage. Drücke die Fähigkeitstaste, 2er Kombo, 2mal in schneller Folge füßt 5 Gegnern, bis zu 2 Meter vor dir, nochmal. Drücke beim ersten Angriff um dich 4 Meter, halte beim Ausgang der Kombo, während die Fähigkeit, im Boden gegen Rückstoß, okay. Das was sofort macht. Das ist gut, man kann so rein und dann. Und dann muss man erst ein bisschen weg, weil Mana und so Probleme. Und dann gibt man erst noch. Deswegen glaube ich auch, ich habe ja, glaube ich, ganz am Anfang mal mich gewundert, warum ich dann so Fähigkeiten habe, die sehr ähnlich sind einfach, also vom Verhalten her. Weil das Ding kostet keine Mana, ne? Das Ding hier nichts, das kann ich immer benutzen. Deswegen habe ich ja gesagt, warum gibt es einen Auto-Hit, wenn das hier sozusagen der Auto-Hit ist. Aber egal. Das kostet ein bisschen Mana. Das kostet sogar noch jetzt viel mehr Mana. Und das Ding kostet wieder nichts, aber das kostet Ausdauer. Oh ja. Das kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Erstmal, ich bin Level 10 geworden, das ist natürlich supi. Und zweitens, schade, dass man den nicht irgendwie alle markieren kann und alle löschen kann. Wollte ich gerade sagen. Aber, ja, man kann sogar oben drücken. Man kann es. 20 Minuten spielen, zack, gibt es dafür Punkte. Was wollte ich überhaupt sagen jetzt? Das hat mich verwirrt. Achso, genau, das neue Event. Ihr könnt euer Kirby. Bekommt ihr irgendwie? Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ist. Mein Haus ist nicht verfügbar. Ich habe das irgendwie nie verfügbar. Vielleicht gleich einmal. Ich weiß gar nicht, ob das Haus Account gebunden ist, weil dann könnten wir schon hingehen und zumindest ein bisschen was machen. Wir probieren jetzt mal wieder das Vorlesen. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil es sehr schnell weg ist. Also nicht wundern. Vielleicht werde ich im Laufe des Let's Plays sozusagen auch ein wenig die Story komprimieren, indem wir uns das einfach gemeinsam durchlesen und ich dann danach einfach kurz zusammenfasse, was da jetzt geschehen ist. Weil das Vorlesen ist echt anstrengend. Der Text ist sogar zu schnell weg, fast. Bei manchen zumindest habe ich jetzt schon gehört von einigen, die das auch gespielt haben. Nur beim selber durchlesen. Ich meine, wenn man gut im Lesen ist, also relativ schnell, geht's noch. Aber wenn man langsamer ist, ne? Oder man vorlesen muss, dann ist das eng. Okay. Die Sicherheit des Königreichs hängt vom Erfolg deiner Untersuchung ab. Ich werde mein Bestes tun. Oh, das war schon. Ich habe mich jetzt voll angestrengt, weißt du, richtig hingesetzt, damit ich jetzt gleich voll loslegen kann. Und das war's erstmal. Wir gucken mal ganz kurz. Ich habe ein neues Schwert gekriegt. Erstmal ausrüsten. Was haben wir da drin?
Das nervt mich übrigens total, dass die immer als neu angezeigt werden. Die ganze Zeit. Belohnungskiste. Ja, du brauchst mich nicht anmeckern, deswegen. Oh ja. Okay, jetzt aber. Nein, nein, so nicht. So, sorry. Sprich erst einmal... Ach, jetzt können wir ja langsam lesen. Sprich erst einmal mit Nelf. Du findest ihn im Königsamt von Trier. Wenn sich irgendetwas Wichtiges im Königreich ereignet, dann weiß er darüber Bescheid. Wollen wir mal wieder die dunkle Stimme einführen. Zumindest, wenn es um Karawanenrouten und Zeitpläne geht. Und übrigens, ein Freund wird in der Nähe vom Königsamt von Trier auf dich warten. Ich bin sicher, dass seine Hilfe unverzichtbar für dich sein wird. Oh ja. Oh ja.